bei mir hier im Studio von Jupiter Jones, Sascha und Sven. Servus, hi, schön, dass ihr da seid. Oh moin, hallo. Grüß Gott. Stimmt, ja, ja, richtig. stimmt. Applaus. Servus. Servus oder Grüß Gott, nicht das mal moin. Ist richtig, schon sehr gut. Hallo. Und es hat sich seitdem wirklich viel getan, vor allem in den letzten Wochen und Monaten. Genau, also Anfang des Jahres hat sich unser Sänger oder ehemaliger Sänger Nicolas Müller dazu entschlossen, die Band zu verlassen, weil er einfach halt schon seit vielen, vielen Jahren an einer Angst- und Panikstörung leidet. Und das, es gab halt Phasen, wo das ganz schlimm war, wo es auch mal besser wurde. Und in den letzten ein, zwei Jahren ist es halt eigentlich immer schlimmer geworden. Und er muss halt einfach die Reißleine ziehen. Er hat gesagt, er kann nicht mehr in der Art und also in dem Umfang, wie es eigentlich für die Band notwendig wäre, quasi zur Verfügung stehen und braucht einfach mal eine Auszeit und muss sich zurückziehen, muss irgendwie gesund werden einfach. Gab es dann vielleicht auch die Überlegung, die Band ganz zu kicken oder was ist da euch dann in den Köpfen durchgegangen? Also erstmal, als wir das erfahren haben, es war so quasi eine Bandsitzung, in der das dann quasi rausgekommen ist und beschlossen wurde. Wir sind dann nach Hause gefahren alle und da ist man natürlich erstmal total betrübt und irgendwie traurig, weil einfach nach 12 Jahren quasi sowas zu Ende geht oder man auseinandergeht, weil man halt sehr, sehr viele negative Dinge erlebt hat in so einer Bandkarriere, aber auch sehr, sehr, sehr viele positive Sachen zusammen erlebt hat. Und das schweißt natürlich sehr zusammen, wie so ein bisschen wie eine Familie. Und von daher war das erstmal eine Woche lang reflektieren und überlegen, wie geht es überhaupt in meinem Leben weiter, weil die Band ist Lebensinhalt. Und von daher war das schon eine schwierige Woche, wo man viel, viel nachdenken musste. Aber nach der Woche haben wir die restlichen drei uns zusammen telefoniert und für uns war ganz klar, dass wir noch viel zu tun haben, dass wir noch viel vorhaben, viele Ideen haben und dass wir noch nicht bereit sind aufzuhören. Und deswegen stehen wir jetzt hier. Jeden Anfang und leider ein Ende. Plötzlich hält die Welt an. Kommt neben uns zum Stehen. Genug Zeit, um drauf zu blicken, Gründe zu finden, zu gehen. Plötzlich hält die Welt an. Genug Zeit, sich zu entscheiden, alles oder nichts mehr zu teilen. Wie war es denn, die ersten Songs mit den Jungs einzuspielen? Ja, also jetzt bei der Nummer, da hört man ja jetzt meine Stimme. Also es ist natürlich jetzt gerade nach dem Festivalsommer, der sehr aufregend war, bin ich natürlich froh, dass es jetzt die ersten gemeinsamen Songs gibt. Und weil es natürlich schon so ist, kannst du dir vorstellen, vom allerersten Gig, das war natürlich innerhalb von 4 Wochen, musste ich mir 18 Lieder drauf schaffen. Und zwar nicht nur die Texte alle und die ganzen Melodien, alles merken, sondern du musst auch Gitarre spielen und vor allen Dingen brauchst du eine Haltung zu den Stücken, um dann auf die Bühne zu gehen. Und die auch dann als Sänger, die Jahre davor stand ich immer unten im Publikum, hab so mitgesungen oder auf einer Autofahrt. Und dann aber selber als Sänger da zu stehen, ist natürlich eine ganz andere Nummer. Und da hatte ich natürlich vom allerersten Auftritt die Hosen, ehrlich gesagt, richtig gut voll. Weil ich überhaupt nicht wusste, wie nehmen mich die Fans denn da jetzt überhaupt draußen auf. Da ist ja von A bis Z alles möglich. Du kannst beworfen werden mit Tomaten, ausgebuht werden oder es klatscht keiner. Also es kann ja alles Mögliche passieren. Eine schöne Szene war, er kommt zum ersten Mal in den Proberaum. Wir stellen uns da hin und fangen an zu proben und als wir fertig waren, haben wir gemerkt, also haben wir beschlossen, waren wir alle glücklich und happy, weil wir wussten, okay, das funktioniert, also zumindest die alten Sachen funktionieren. Und dann guckt er sich um und sagt, ja, wo trinken wir jetzt ein Bier? Habt ihr nichts hier, wo man sich hinsetzen kann? Keine Couch und nichts? Was ist mit Leuchten? Was seid ihr für Kapalken? Und dann meinten die, sie fahren nach der Probe immer nach Hause und ich sag, ja. Was ist das für eine Band, hallo?